meine neue Quest und wir können jetzt nach Zerifesh. Und hier bekommen wir die Edelsteine. Und ein Achievement. Und wir tauschen mal die Bögen aus. Seltener Gürtel, der aber Stufe 24 oder Vitalität 38 erfordert. Wie viel Vitalität haben wir denn? 34. Erfordert Klasse Ingenieur. Also können wir das eh nicht benutzen. Die Steine behalten wir einfach mal. Und er verzaubert Gegenstände. Da können wir gleich nochmal hingehen. Aber erst möchte ich mal verkaufen, was wir haben. Ich wollte darüber ziehen. Das Glück ist mit euch. Plus 29 Gesundheit. Das Glück ist mit euch. Und 3 Bonus auf das Attribut Stärke. Und er ist zwar der Lehrling. Wenn wir den Verzauberermeister noch finden, dann sollten wir auch 2 oder 3 Verzauberungen bekommen können. Und bin mir gar nicht sicher, ob wir damit näher dran waren. Wenn nicht, dann laufen wir einfach hin. Ich dachte, wir kommen einfach zur Oberfläche zurück und nicht zur nicht direkt zur Stadt. Ich glaube, es wäre egal gewesen, welches Portal wir benutzt hätten. Oh, wir sind ja eigentlich ganz in der Nähe. Schließen wir die Quest ab, gehen zurück. Ja, das sind die 3 Wappen. Einen Moment, ich füge sie zusammen. Ja, ich verstehe. Die Esterianer haben das goldene Zahnrad in einer kleinen Höhle versteckt, nicht weit von hier. Und wir nehmen das hier für unseren Begleiter. Und ich habe die Wappen weiter untersucht und jetzt bin ich überzeugter denn je, dass das goldene Zahnrad sich in der Flüsterhöhle befindet. Wenn ihr es holt, kann ich es nach Zerifesh bringen und es bei der Verteidigung gegen die Belagerung der Etro hier nutzen. Dann machen wir das doch auch noch schnell, bevor wir wieder zurück in die Stadt bzw. in die nächste Stadt gehen. Achso, und wir rüsten die Marke, die wir von unserem Begleiter bekommen haben, auch nochmal schnell aus. Tauschen das gegen die hier. Und hier sind wahrscheinlich wieder Goblins oder sowas dran. Nein, hier sind diese untoten Tentakel-Menschen. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir können Gleichpunkte verteilen, sobald wir sichergestellt haben, dass hier niemand in der Nähe ist.
Sammeln wir erstmal schnell alles ein. Das ist das goldene Zahnrad und eine goldene Truhe, aber wir verteilen jetzt ganz schnell erstmal Punkte. Mit 33, 34, wir brauchen mehr auf Fokus. Wenn ich jetzt das auf Fokus setze und das auf Vitalität, die anderen beiden ja durch unsere Rüstung gestärkt werden. Und das hier verstärke. Oh, hier ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Goldenes Zahnrad. Und die goldene Truhe geöffnet. Da hinten ist noch einer explodiert. So wie es aussieht, haben sie hier irgendwelche Menschen geopfert. Und hier finden wir noch eine Portalrolle. Oh, hier ist noch so ein kleiner. Und das war's. Die Truhe haben wir geöffnet. Dann gehen wir wieder nach oben und erledigen mal unsere Aufgabe. Und mal gucken, ob er dann noch irgendwas von uns will. Das ist es, das goldene Zahnrad. Ich danke euch im Namen des Volks der Seraphi. Das könnte den Kampf schon zu unseren Gunsten entschieden haben. Ich kann euch nur dies hier als Bezahlung anbieten. Aber wenn ihr je in Seraphesh seid, kommt zu mir und ich gebe euch eine angemessene Belohnung. Na, die können wir uns ja dann gleich abholen. Das hier, das werden wir verkaufen. Und wir gehen zurück zum Portal und zurück in die Stadt. Da ist unser Portal. Zur Enklave der Estriane. Und wir gucken gerade mal, was wir verkaufen von dem, was wir jetzt bekommen haben. Und wenn wir das gemacht haben... Kennen wir uns? Ja, ich komme hier immer her, um Sachen zu verkaufen. Wenn wir unsere Sachen verkauft haben, dann werden wir in die nächste Stadt gehen. Das wollte ich sagen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgelenkt vom Sachen verkaufen. So, wo kommen wir in die nächste Stadt? Da hinten. Dann gehen wir hier rüber. Und ja, wir möchten reisen. Und ich weiß, die Tipps im Ladebildschirm sagen, man soll sich seine Glutsteine nicht aufsparen. Getrieben von Odraks Herz hatte all Mist die Essenz zweier Wächter geraubt. Die beiden anderen Wächter leben in der kalten Ödnis rund um Seraphesh. Dort der Alchemist als nächstes zu. Ihr müsst ihm einen Halt gebieten, bevor ein weiterer Wächter fällt. Also der Ton bei den Cinematics, der hängt immer ein bisschen. Ich
bin mir noch nicht sicher, ob ich irgendwie einen anderen Ton finde, den ich reinschneiden kann. Wenn, dann wird der wahrscheinlich auf Englisch sein. Ansonsten, dann lasse ich es einfach so drinne. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe auch im Internet nachgeguckt, woran es liegen könnte. Und es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man einmal am Laptop. Aber ich gucke, ob ich einen anderen Ton finde, den ich reinschneiden kann. Der wird dann nicht zur Sequenz passen. Also von der Geschwindigkeit her. Wenn ich keinen finde, lasse ich so drin. Es tut mir sehr, sehr leid. Und jetzt gehen wir uns mal umgucken. Hier ist ein Verzauberer. Ihr habt Glück. Und wir haben Gesundheit bekommen. Das verzaubern das wir Glück auch ist mal. Auf eurer Seite. Attribut Stärke. Und Gesundheit. Das bekommen wir, wenn wir die Waffe verzaubern. Das Glück ist auf eurer Seite. 5%ige Chance auf 66%ige Blindheit für 4 Sekunden. Okay. Dann geben wir uns damit erstmal zufrieden. Ihr habt gewonnen. Akt 2. Mehr konnte ich leider nicht lesen, tut mir leid. Ich wollte nicht in die Hintergrundstimme reinreden. Was haben wir hier im Lager eigentlich noch? Ringe, die wir jetzt auch benutzen können. Ein Ring an der Hand wiegt schwerer als ein Ring an der Wand. Das gibt uns Eispanzer. Und das hier erhöht unser Glück beim Magiefinden. Das tauschen wir vielleicht tatsächlich mal gegen diesen Ring hier aus. Und die Rüstung brauchen wir auch nicht mehr, auch wenn die uns Gesundheitsregeneration gibt. Die würde ich gerade mal irgendwo verkaufen. Und wir haben hier eine kleine Quest, hier eine große Quest und ein Portal. Wollen wir erstmal das Portal aktivieren. Und dann die kleine Quest. Seid gegrüßt. Willkommen in Serifesh. Ich bin Malik Vosh. Ich spreche für die Zerafi. Wie ihr wisst, bereiten die Esrohir sich darauf vor, unsere Stadt anzugreifen. Unser militärischer Anführer, Kommandeur Muzaffar, ist anscheinend von den Esrohir gefangen genommen worden. Draußen in der Knochenwüste. Sie dürften ihre Gefangenen zur Befragung in ihre Festung bringen. Sobald er in der Klammburg ist, werden sie jedoch schnell erkennen, mit wem sie es zu tun haben, und dann verhören sie ihn, bis sie alles über unsere Verteidigung wissen. Ich glaube, ihr seid unterwegs in die Knochenwüste. Bitte, rettet Muzaffar. Wir brauchen ihn. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Das Halsband sieht doch nicht schlecht aus. Das ist zweihändig. Die Pistole sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir die Quest erstmal an. Ihr habt eine neue Quest. Pferd können wir uns keins nehmen. Und dann reden wir nochmal mit dem Wächter der Luft. Okay, wir müssen also die Wächterin des Manas retten. Ihr habt eine neue Quest. Dann
gehen wir nochmal los. Wir sollen den Kommandeur retten und die Wächterin des Manas in der Knochenwüste, Stufe 21 bis 23. Wir sind Stufe 21.